Guten Tag und herzlich willkommen bei The Way of Business TV. Ich begrüße ganz herzlich die Alia Zimri und sie hat eine interessante Story für uns und da werden wir heute mal eintauchen und mal schauen, was die liebe Dame hier so macht und was man in dem Sinne für einen Mehrwert bekommen kann, indem man ja einfach ein bisschen mehr über sie weiß. Ich nehme es vorweg, es wird sehr, sehr spannend, es wird sehr, sehr interessant und bleib auf jeden Fall dabei und ja, dann gehen wir auch mal los. Erstmal herzlich willkommen. Wie geht's dir? Herzlich willkommen. Ich danke sehr, dass ich dabei sein darf. Vielen, vielen Dank. Ich bin wirklich so gesegnet. Genau, für alle Leute, die dich jetzt noch nicht kennen. Viele, die das Video sehen, werden dich vielleicht schon kennen aus anderen Expertenauftritten, vielleicht von dir. Aber für die, die dich nicht kennen, was machst du genauso? Was machst du? Ja, mein Name ist Alia Zimri, wie du ja schon gesagt hattest. Und was mache ich? Ja, ist eine gute Frage. Meine Vision ist es, vor allen Dingen Mütter, also Frauen, Mütter in ihre Kraft zu bringen, ihre Mutterkraft zu bringen, so ganz unkonkret gesagt. Das heißt, Mütter, ja, die ein Stück Druck wegzunehmen, dass Mütter wieder in die Leichtigkeit kommen, wieder die Luft verspüren und ja, das Unmögliche möglich machen sozusagen. Ja, also es gibt ja so unmögliche Sachen, die unmöglich erscheinen und wo Mütter sagen, oh Gott, nein, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht machen, das erscheint mir so unmöglich, da komme ich jetzt nicht weg. Und es gibt so viele Sachen im Leben, die erstmal auf den ersten Blick unmöglich erscheinen und aber möglich machen zu können. Also man kann die möglich machen, die Sachen sozusagen. Es gibt so viele Sachen, wie ja, wie ich zum Beispiel kitafrei lebe. Ich war lange Zeit alleinerziehend, 5 Jahre, mein Kind ist 5,5 Jahre und war jetzt 5 Jahre alleinerziehend und dazu auch noch erwerbslos. Ich bin erst seit Januar erwerbstätig und das geht. Also kitafrei geht auch, wenn man erwerbslos ist und alleinerziehend. Krass, okay. Ja, genau, das sind die Sachen, die unmöglich erscheinen für viele Mütter, die sagen, oh Gott, wie geht denn das? Das geht doch gar nicht, wenn man erwerbslos ist und dazu noch alleinerziehend. Und ich sage, doch, das geht. Und das ist auch ganz wichtig, dass ich dann auch die Botschaft sage, ja, es geht. Und wenn du das schaffen willst, dann mach es. Geh diesen Weg, ja. Und es gibt immer einen Weg. Schau hinter dieser Angst, weil ich sage immer so schön, hinter der Angst liegt das Wunderbare, das Schöne. Und dazu bin ich da, genau, einfach die Mütter wirklich in die Leichtigkeit zu bringen, lustvoll die Mutterschaft auszuleben, denn Mutterschaft ist kein Gefängnis. Kann Gefängnis sein, aber es ist kein Gefängnis. Und für viele Frauen ist es einfach ein Gefängnis, weil sie sich dann einfach zurücknehmen und immer nur sagen, aber mein Kind, ich bin nur für mein Kind da. Ja, aber du bist auch für dich da, liebe Mutter. Du, liebe Mutter, bist als erstes dran, weil nur wenn du für dich sorgst, kannst du für dein Kind sorgen. Das heißt also, du, erstmal nur du. Es klingt ein bisschen egoistisch, aber die Mutter ist die wichtigste Person, ja? Die wichtigste. Und wenn man halt nicht selber für sich sorgt, wie soll man dann für sein Kind sorgen? Das geht ja gar nicht. Krass. Das heißt also, erstmal die Mutter ist dran und dann der Rest der Familie. Und dann fließt das auch schön durch die ganze weite Welt. Das Jetzt schön. Hast du schon so viele wertvolle Sachen gerade am Anfang rausgehauen. Ich bin mega begeistert, also mega. Lass uns da gleich nochmal drauf eingehen. Was mich immer interessiert, wie bist du so dahin gekommen? Also wie kam es dazu, dass du gesagt hast, hey, ich helfe jetzt anderen Müttern, das Unmögliche möglich zu machen? Du hast eben schon angedeutet, du hast es selber geschafft. Aber wie warst du dein Weg dahin? Ich denke, du hast wahrscheinlich in der Grundschule oder im Kindergarten noch nicht gedacht, ich möchte irgendwann mal Müttern helfen. Wie kam das dazu? Wie war da dein Lebensweg? Ja, ich hatte wirklich ein sehr schweres Leben, jetzt so unkonkret gesagt. Es war wirklich sehr sinnloses Leben, was ich ganz lange geführt hatte und habe dann auch schon als Kind schlimme Depressionen gehabt und aber auch gemerkt, dass ich Visionen habe und die Visionen müssen raus. Umso älter ich wurde, bin ich dann immer mehr in mich gekehrt und habe das verloren. Ich habe das Schöne in mir verloren, immer mehr und immer mehr. Ja, also das Schöne, was ich mal als Kind hatte, das ist dann immer mehr zurückgegangen. Typischerweise ins Teenageralter ist es dann komplett restlos verloren gegangen, das Schöne in mir, und habe dann gar nichts Schönes mehr in mir gesehen und habe dann angefangen, ganz schön Drogen zu nehmen, ganz viel Alkohol zu trinken und war dann da, wo eigentlich die wenigsten hinkommen. Ich war dann halt ganz weit unten und habe dann mich in einem Kreis gefunden, der einfach Sackgasse ist, ja, das kann man einfach nur so sagen, ja. Ich war wirklich einfach nur, ja, wie sagen wir es, ein hoffnungsloser Fall in dem Moment, ja, so habe ich mich gefühlt. Ich kann nur sagen, wie ich mich gefühlt habe, ja.
Und habe dann wirklich alles nur noch schwarz gesehen. Ich habe keinen Sinn mehr im Leben gesehen. Und so war das die ganze Zeit. Und bin dann so ungefähr mit 18, glaube ich, habe ich dann jemanden kennengelernt, der da auch der Papa meines Kindes ist. Und es war eine sehr, sehr destruktive Beziehung. Die war ganz, 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 ganz schlimm. Das war wie im Film, ganz viel Gewalt, ganz viel Drogen. Und ich war dann halt fast obdachlos, weil wir halt so viel Schulden gemacht haben und kriminelle Sachen gemacht haben, weil wir halt ganz viel Geld wollten und ja immer diesen Kick brauchten, ne? Wie das halt so ist, wenn man halt das Schöne verliert, dann muss man das ja mit irgendwas kompensieren, ja, sonst funktioniert es ja nicht, sonst kann man sich vielleicht einen Strick nehmen, deswegen haben wir das dann halt gemacht mit Drogen, mit Alkohol, kriminell zu sein, andere zu schädigen, sich selbst immer wieder zu schädigen, weil das halt ein Gefühl hervorgebracht hat, was ich so ja nicht mehr gefühlt habe, genau, ja. Und ja, genau, das ging dann die ganze Zeit so weiter, und irgendwann habe ich meine Ausbildung angefangen als Altenpflegerin. Und habe dann halt mich so ein bisschen durchgewurschtelt. Ja, ich habe gedacht, das ist es. Altenpfleger ist mein Beruf. Und habe mich dann auch so irgendwie, ich weiß nicht, ich habe mich so bestimmt gefühlt. Und so ich habe das Schöne wieder gesehen teilweise, aber habe mich dann zeitgleich auch fremdbestimmt gefühlt. Und das hat mich dann wieder nach hinten gebracht, also wieder zurückgepusht. So. Das war für mich überhaupt nicht schön, weil ich dann auch ganz viele Probleme hatte in diesem Betrieb. Und habe auch gemerkt, ich habe einen sehr hohen Sinn für Ungerechtigkeit, hatte ich schon als Kind. Und immer wenn mir jemand was sagen wollte, hey, mach das, mach dies und das geht gar nicht, was du machst, dann hat dann habe ich mich ungerecht behandelt gefühlt und habe dementsprechend auch reagiert. Und habe dann irgendwann gemerkt, das willst du nicht. Du willst nicht als Sklave, du bist nicht als Sklave gekommen auf diese Welt. Du hast eine Gabe, du bist auf dieser Welt, um anderen was zu geben und nicht, dass du halt immer irgendwie als Sklave behandelt wirst. Und habe dann schnell für mich gemerkt, das System ist nicht meins. Also das klassische Gesellschaftssystem ist nicht meins. Jeder Mensch hat ja sein eigenes System, ja. Und jeder Mensch hat ja eine eigene Gabe, ja, und die geht ja irgendwann verloren, wenn du halt, wenn deine Eltern ständig sagen, du kannst das nicht, du kannst dies nicht. Also ich muss auch sagen, mir fällt es halt ziemlich schwer, jetzt auch zu sprechen, weil meine Eltern auch immer gesagt haben, ja, sprich mal ordentlich und du kannst das nicht. Und auch in der Schule, das war immer ganz schlimm in der Schule, ich stand da und habe dann schon gezittert, ja, bei jedem Vortrag, ich habe geheult, bin rausgerannt teilweise, die Lehrer, die konnten das gar nicht fassen. Und ich gedacht, was ist denn mit dir los, du wirkst so selbstbewusst. Und dann haust du ja ab und heulst. Ich wirke selbstbewusst, aber was tief in mir drin ist, das kann halt keiner sehen in dem Moment. Auch wenn man vielleicht denkt, oh ja, Lia, die sieht da so toll aus, ja, und wirkt so selbstbewusst, ja, aber tief in drin ist so viel kaputt gegangen, dass eben genau das passiert, wenn Druck entsteht, umso mehr Druck, umso schlimmer wird es dann mit mir auch, ja, mit meinem Zustand. Und so war das früher halt auch in der Schule. Und genau, und hab dann halt, wie gesagt, schnell gemerkt, das ist nicht das, was du möchtest. Da steckt ja so viel Schönes in dir. Ich habe das auch immer gesehen. Ich habe immer das Schöne gesehen in mir. Ich habe gesehen, dass ich eine Gabe habe. Ich habe gesehen, dass ich durch Menschen durchschauen kann. Dass ich halt eine sehr, sehr hohe Empathie habe, sozusagen. Und habe auch meinen ehemaligen Freund immer gesehen. Ich wusste, die Seele ist verloren, ja. Das tat mir so leid. Ich wusste, dass mit ihm irgendwann, das geht nicht mehr, ja. Ich kann ihn auch immer noch verstehen und liebe ihn auch noch, aber für mich ist es so, wir haben uns getrennt, dazu komme ich gleich, ja, weil ich gesehen habe, dass er gestorben ist. Also er ist jetzt physisch noch da, aber seine Seele ist gestorben. Das heißt also, ich bin in der Lage, Menschen zu sehen, egal was sie machen. Und das ist ja das super Krasse, ja, was ist das für eine Gabe? Das ist eine übelst geile Gabe, durch Menschen zu sehen, durch Menschen durchzuschauen. Und das muss ich ja rauslassen, ja. Also ich will das in die Welt tragen und ich will sichtbar werden. Und das wollte ich schon immer, ich wollte schon als Kind sichtbar werden, weil ich einfach auch gemerkt habe, ich habe so einen hohen Ungerechtigkeitssinn. Ich kann durch Menschen durchschauen, ich kann sie fühlen. Und ich habe halt auch, ich komme gleich zu meiner Mutterschaft, dann auch immer mehr gemerkt, das ist ja immer krasser, ja, das ist genau das, was du kannst und du musst es in die Welt raustragen. Und dann kommt natürlich dieses Aufgeregtsein und dieses, ach Mann, ich verspreche mich ständig und deswegen habe ich mich auch lange Zeit nie getraut, Videos in Facebook zu posten und habe mich immer zurückgenommen und wollte auch nie Interviews geben. Und das ist jetzt genau das, wofür ich ja auch stehe, wofür ich jetzt auch arbeite und auch mit den Müttern zusammenarbeite. Ich sage immer wieder, jede Mutter oder jede Frau kann in diese Leichtigkeit kommen und auch in diese Lust kommen. Es ist bloß wichtig, in sich selber Vertrauen zu fassen, ja, zu schauen, was bin ich, wer bin ich in Wahrheit. Was bin ich in Wahrheit und wie wirke ich in Wahrheit, ja? Und dazu muss ich ja erstmal zu meiner höchsten Wahrheit kommen. Wie geht das? Ja, das ist ein langer, langer Prozess, auch für mich immer noch. Und es geht nur, wenn man intuitiv handelt. Intuitiv handeln kann man nur, wenn man Vertrauen fasst in sich selber. Und so kann man immer weiter den Impulsen folgen. Und da kommt man dann irgendwann hin, wo man nie gedacht hat, dass man da hinkommt. Ja, so wie ich jetzt gerade das Interview gebe, ich hätte jetzt nie gedacht, dass ich jetzt hier irgendwann mal stehe oder sitze, je nachdem,
und hier mit dir spreche und Interview gebe. Krass. Weil ich ja, wie gesagt, aus einer totalen Sackgasse komme und ich mich schon aufgegeben habe und gedacht habe, ich werde für immer Drogen nehmen oder ich werde für immer Alkohol trinken, ich werde immer in diesem Kreis bleiben. Ich bin aus einem Familienkreis, wo viele, also meine Familie ist nicht sehr wertschätzt, muss ich sagen, ja. Das ist so ein, ich weiß nicht, so typisch, wie soll ich das, ich will jetzt nicht so klischeehaft sein, es ist halt kein wertschätzender Umgang in meiner Familie. Also wenn man so meine Mama reden hört und mein Papa, dann denkt man sich, also ich kann nur noch so hier machen, weil dann kommt halt dieses Herablassende, ja, also so ist dieser Ton in meiner Familie, dieses kannst du mal das machen, kannst du mal dies machen, ja, also aus dieser Familie komme ich, ja, und was passiert denn mit den Kindern, wenn man ständig so klein gemacht wird, wenn man ständig, mit einem so geredet wird, da kann nichts drüber rauskommen, ja, dann bleibst du für immer klein. Und mir geht es darum, die Mütter, also ich kann das ja nicht machen, ja, ich bin einfach nur da, das alles in Erinnerung zu rufen, ja, das muss ja jeder für sich selbst auch können und machen, ja, und jeder kreiert ja sein Leben auch selber, ja, aber dieses Ja zu sich selber sagen, das ist ja das Wichtigste, Ja zu dir selber, Vertrauen zu schöpfen zu dir selber, deine höchste Wahrheit sehen, und das ist ein langer Weg, ja, und das Unmögliche möglich machen, ja, und das kann jeder schaffen, jede Mutter kann das schaffen, und jede Mutter ist eine Schöpferin, jede Mutter, ja, was ist denn das, eine Mutter ist sowas Wertvolles, sie bringt ihr eigenes Kind auf diese Welt, ja, und was ist wichtiger als Care-Arbeit, ja, als dieses süße, schöne Wesen in diese Welt rauszubekommen, das ist doch das Beste ever, oder? Und dann ja, kann man auch so viel von sich selber rausziehen und das Schöne und all das Mögliche, Unmögliche möglich machen, ich sag's immer wieder. Krass, also man merkt deine Begeisterung, man merkt deine hohe Energie. Ja, super, super. Lass uns gleich kurz mal darauf eingehen. Jetzt haben wir deine Lebensgeschichte kennengelernt, zumindest einen Teil davon. Wahrscheinlich gibt es noch viel, viel mehr zu erzählen. Und das wird bestimmt bei Gelegenheit auch noch alles zur Sprache kommen. Aber lass uns mal vielleicht kurz uns an die Mütter widmen. Oder an die Mütter wenden, die du jetzt berätst oder die du coachst, die du unterstützt. Du kannst da was bewegen, weil du selbst in einer Phase warst, wo du sehr weit unten warst mit Drogen und allem und so weiter und so fort. Was sind das für Mütter? In welcher Situation befinden die sich, an die du dich jetzt wendest? Sind das alles auch Mütter, die Drogen nehmen, die Alkohol trinken oder was für Probleme haben die? Also was sind quasi die Menschen, denen du am besten helfen kannst? Nee, also ja. Das sind Mütter wie, also alle Mütter, ja. Meistens sind es Mütter, die schon in diesem Bewusstsein drin sind. Das sind jetzt keine Mütter, die jetzt völlig im Unbewusstsein leben, gar nicht, überhaupt nicht. Sondern es gibt wirklich auch Mütter, die schon viel weiter sind als ich, jetzt was Bewusstsein angeht, ja. Und die eben andere auch bereichern können damit, ja, mit anderen Mütter erreichen. Und eben auch Mütter, die noch nicht ganz das Bewusstsein erlangt haben, ihr höchstes Ich erlangt haben und noch gar nicht wissen, was richtig oder falsch ist. Die zum Beispiel Fragen stellen wie, oh Gott, Kita-frei. Wie geht das und wie machst du das? Wie hast du das gemacht, Alia? Und meine Vision ist es jetzt wirklich, jede Mutter, ja, in ihre Kraft zu bringen, ja, in die Leichtigkeit zu bringen, in die Lust zu bringen, wie ich es ja immer wieder sage, ja. Das heißt also, so. Jetzt, ja, cool. Ja, ja, wie zum Beispiel, ich habe jetzt einen Mütterkraftraum kreiert. Das ist eine Online-WhatsApp-Gruppe, ja? Und die fängt am 20.07. an. So. Und meine Vision ist es, ganz viele Mütter zu erreichen für diesen Raum, um eben uns gegenseitig zu inspirieren, ja? Uns gegenseitig in, zum höchsten Ich zu bringen, ja? Da gibt es ja so viele Sachen, ja? In die Leichtigkeit, in die Lust zu bringen. Und wie geht das? Ja, das erstmal so. Wie geht Vertrauen schaffen? Wie kann ich intuitiv Mama sein zum Beispiel? Ja, wie geht das? Wie geht das überhaupt? Ja, und das geht nur, wenn man jetzt wirklich sich selber vertraut zum Beispiel. Ja, wenn man wirklich sagt, okay, vertraue mir und kann dann auch so Impulse folgen. Und dann weiß ich auch, was ist richtig und was ist nicht richtig in Bezug auf meine Kinder zum Beispiel. Ja, das zum Beispiel ein typisches Beispiel. Ja, mein Kind, die meisten Mütter geben ihr Kind mit einem Jahr in die Krippe. Ja, ja. Und ich bin zum Beispiel eine Mutter, die das nicht gemacht hat. Ja. Weil ich einfach mir selber vertraut habe und gefühlt habe, es fühlt sich einfach nicht gut an, ja. Es fühlt sich, egal was jetzt die Außenwelt sagt, es geht da wirklich tief in dir drin, was fühlst du, ja. Und wenn es sich nicht gut anfühlt, mein Gott, ist doch egal, was die anderen sagen, ja. Dann bleib doch 3 Jahre zu Hause. Und wenn jetzt die Mütter, meistens kommt dann, wie geht das, ja.
Und es geht, ja. Also erstmal diese Frage, wie geht das? Ist doch unmöglich, ich habe kein Geld zu Hause zu bleiben. Mein Mann verdient nicht genug. Ich sage zum Beispiel, doch, das geht. Das geht. Man kann zu Hause bleiben, ja. Und es geht alles. Rein rechtlich gesehen geht es auch, ja. Und aber, wenn man das wirklich will, darum geht es ja, dieses Unmögliche möglich machen, geht alles. Also es geht alles. Und dafür ist dieser Mütterkraftraum nämlich auch da. Da gibt es Tools, die angewendet werden können, um eben dahin zu kommen, ja. Tools zum Beispiel, vertrau dir erstmal selber. Schau, wer du in Wirklichkeit bist, was du in Wirklichkeit bist und wie du in Wirklichkeit wirkst. Vertrau dir selber. Du schaffst das, als Mutter dein Kind 3 Jahre lang zu Hause zu behalten, ja. Es gibt so viele Möglichkeiten, ja. Und auch darüber hinaus, mein Kind ist 5 Jahre alt und ich bin zu Hause mit meinem Kind zusammen, ja. Ich habe kitafrei gelebt, ich war erwerbslos, bis Januar war ich erwerbslos und war alleinerziehend. Jetzt sagen viele Mütter, kommen dann, schreien drunter, wie geht das, ja, wie geht das rein rechtlich? Es geht, ja, weil jeder Mensch sein eigenes System hat, ja. Es gibt ein Außensystem und es gibt ein inneres System. Jeder Mensch hat ein eigenes System. Und es geht. Alles, was unmöglich erscheint, ist aber möglich, ja. Und diese Angst blockiert aber die Mütter. Da kommt diese blöde Angst, die muss weg, ja, diese Angst. Und da muss man auch differenzieren. Was ist das für eine Angst? Das ist jetzt eine Angst, die mit Glaubenssätzen behaftet ist, ja, was unsere Eltern uns beigebracht haben. Oh Gott, wenn dein Kind mit 1 Jahr nicht in den Kindergarten geht, dann lernt es nicht sprechen, dann lernt es nicht essen, dann wird es nie Freunde kennenlernen zum Beispiel, wird nicht mit anderen Kindern spielen können und du wirst nie wieder Geld verdienen. Was für ein Bullshit, was ist das für ein Bullshit, ja? Also meiner Meinung nach, ja, das ist mein, jede Mutter kann das so handhaben, wie es will, ja? Darum geht es jetzt gar nicht, es geht jetzt nicht irgendwie darum, zu sagen, oh Gott, du lebst jetzt nicht kindergartenfrei und du bist eine schlechte Mutter, darum geht es nicht. Ich rede jetzt wirklich nur von meinem System zum Beispiel, dass eben das Unmögliche möglich zu machen geht. Deswegen nenne ich eben mein Beispiel so. Und diese Ängste, die mit diesen Glaubenssätzen behaftet ist, die pusht uns nur nach hinten und nicht nach vorne. Wenn wir aber hinter dieser, wenn wir außerhalb der Komfortzone, wenn wir wirklich mal da hinter dieser Angst schauen, da ist ja eigentlich diese Komfortzone und nicht in der wir uns jetzt befinden, so dieser voller Angst. Wir glauben immer, ja, das ist die Komfortzone, ist es aber nicht, sondern hinter dieser Angst, da liegt das Wunderbare, da liegen die Schätze und so ist es. Jeder Mensch, es gibt banale Beispiele. Ich habe zum Beispiel vor kurzem mir Kontaktlinsen geholt. Ich hatte vorher überhaupt nichts getragen, ich habe keine Sehhilfe gehabt. Und konnte halt nicht sehen, ich habe -2. Bin die ganze Zeit mit -2 rumgelaufen. Und das nur, weil ich diese Angst hatte, Kontaktlinsen zu kaufen, weil ich Angst hatte, dass ich nicht mehr baden gehen kann. Blöd, oder? Dass ich Angst hatte, ich habe Angst gehabt, dass ich mich nicht mehr sonnen darf. Ich habe Angst gehabt vor allen Möglichen. So. Und dann irgendwann ging es nicht mehr, meine Augen haben gebrannt, ich musste irgendwas tun. Und jetzt trage ich die seit 3 Wochen und denke mir so, hä? Was war denn jetzt eigentlich die Angst? Ja, ja. Das sind banale Sachen, aber mit kleinen Dingen fängt man an. Und ja. Dann kommen die Steine ins Rollen. Und das ist ja bei allen Sachen. Jetzt habe ich hatte auch die ganze Zeit so Angst vor dem Interview. Ja. Und wenn ich nach dem Interview, denke ich mir so, oh ja, Alia, du hast jetzt so ein bisschen rumgehaspelt, ja. Aber bei dem zweiten denkst du dir, wovor hattest du Angst, Alia, ja? Man muss weitergehen, man muss hinter der Angst schauen, ja? Hinter der Angst, ja? Oh Gott, ich will mein Kind gar nicht in die Kita geben. Na, machst du es dann, ja, weil du Angst hast? Oder machst du es nicht und stellst dich der Angst, ja? Und dafür bin ich da. Dann einfach wirklich die Mütter dort abzuholen und sie daran zu erinnern, dass sie eben auch Visionen haben, dass sie Impulse haben, dass sie intuitiv handeln können, ja? Es gibt kein richtig oder kein falsch. Du weißt die Antwort, weil jeder Mensch ist wertvoll und jeder Mensch hat sein eigenes System und jeder Mensch kennt die Antwort, aber es braucht eben manchmal andere Menschen, um eben dran erinnert zu werden. Und ich lasse mich auch immer gerne von anderen Sachen, vom Coaching, weil jeder Coach braucht einen Coach, ne? Das ist einfach so. Und ich lasse mich natürlich auch gerne dran erinnern, an meine Höchsten ist, ja, und wer ich eigentlich bin, weil es gibt immer Tiefpunkte und darum geht es nämlich, dafür bin ich ja auch da. Es gibt Tiefpunkte im Leben als Mutter, wo du nicht mehr hochkommst, ja, wo du diese Tools, du hast diese Tools noch nicht für dich entdeckt. Und das, so ging es mir jahrelang. Mhm. Und ich habe jetzt meine Tools gefunden und wenn du deine Tools gefunden hast, dann kommst du immer wieder hoch. Aber wenn du ganz weit unten bist, du kannst immer wieder in die Leichtigkeit und die Lust kommen. Und das geht nur mit Tools. Und jeder Mensch hat diese Tools in sich, aber wenn man eben so tief drin ist, dann sieht man das Schöne halt nicht mehr, ja. Also mein Tool ist zum Beispiel Musik hören, ja. Wenn ich Musik höre, sehe ich Bilder von meinem höchsten Ich, dann sehe ich Bilder, dass ich hier irgendwann auf dem Kongress stehe und ganz viele Mütter
weiß ich nicht, ganz viele Mütter zuspreche, gut zuspreche und ich die Mütterkraft-Expertin bin und ich dann halt wirklich so bekannt bin, ja, also es geht jetzt nicht darum, irgendwie hier wie Beyoncé bekannt zu sein und ganz viel Geld, darum geht es mir nicht, sondern es geht mir wirklich darum, meine Vision zu leben und ganz viele Mütter zu bereichern mit dem, wie ich lebe, ja, mit diesem unmöglichen kinderfrei und erwerbslos und allein, wie geht, oh mein Gott, wie geht das? Ist im Alltag, ja, ständig so, ich bin auch gereist, ja, die ganze Zeit war ich nur am Reisen mit meinem Kind und ich bin gependelt und ich habe so viel Geld ausgegeben und jetzt fragen sich Mütter, wie geht das? Du hast doch nicht gearbeitet, wie kannst du denn reisen, wie geht das, wie kannst du das machen, wie machst du das, ja? Und es geht und es geht, ja, es gibt kein Patentrezept dafür, wie es geht, aber wenn jede Mutter ihr wahres Ich kennenlernt und nach Impulsen folgen kann, ja, dazu braucht es Vertrauen, dann macht Klick. Und wenn man dann halt wirklich so hinter dieser Angst dann auch mal ausgestiegen, also wenn man aus der Angst ausgestiegen ist, wow, was passiert da alles? Passieren so viele schöne Sachen, ja? Und das merke ich auch gerade, ich gebe ja aktuell Mütterkreise, das ist so Austauschrunde im Kursraum in Leipzig, da wo ich lebe. Und das ist jeden Donnerstag und da merkt man es schon sehr. Mhm. Also da merkt man schon sehr, dass viele Mütter dann auch zu mir kommen und sagen, wow, 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 Alia, danke schön, ja, dieses, mein Kind schläft nie, zum Beispiel, ja, und ich kann nicht mehr, so, ne? Was mache ich denn jetzt, mein Kind schläft nie, und ich kann nicht mehr, ich bin wirklich am Ende, und dann sage ich zum Beispiel zu der Mutter, akzeptiere es doch erstmal, akzeptiere deine Gefühle, deine negativen Gefühle, weil jedes Negativ hat ja auch sein Gutes, ist einfach so, jedes Negativ hat sein Gutes, und die Kinder, die machen ja alles aus dem Grund heraus, ja, die wissen ja, wie es geht, ne, wie der Hase läuft, ne, und, dann erstmal die Gefühle zu akzeptieren, dass die überhaupt da sind. Das ist voll wichtig. Weil nur, wenn man das akzeptiert, kann man es loslassen, kann man diesen Druck loslassen. Ja? Und dann kommt man auch zu der Leichtigkeit und zu der Lust. Ja? Wenn man diese Erwartung hat, also ich kenne das ganz gut, ja, wenn mein Kind jetzt irgendwie 8 Uhr schlafen muss oder soll, ja, gibt es bei mir nicht, aber wenn ich jetzt irgendein Meeting oder so habe, ja, und dieser Druck ist da, oh Gott, mein Kind muss um 8 schlafen, sonst geht das Meeting überhaupt nicht, es funktioniert nicht. Und dann kommt der Kampf, ne? Dann ist man in diesem Kampf drin. Zwischen Mutter und Kind. Ist einfach so. Mhm. Weil man diese blöden Erwartungen hat, ja. Kennst du es bestimmt auch, ne? Das siehst du bestimmt mit deiner Mutter so. Und dann denkst du dir, ah, das Kind, ja, das ist natürlich so kompetent und will sich nicht fremdbestimmen lassen, ja. Und sagt sich, hä? Ich bin doch noch gar nicht müde. Wieso willst du mir jetzt sagen, dass ich schlafen gehen will? Das interessiert mich ein blödes Meeting. Ist einfach so. Die Kinder interessieren sich jetzt für das Meeting nicht unbedingt. Die wollen aber selbstbestimmen. So. Und diese Erwartung mal akzeptieren und loszulassen. Wow, die Kinder werden so, die sind dann auf einmal so gelassen und so leicht fühlt sich auf einmal an. Dann ist dieser Druck weg, dann geht es auch mit Kind, dann kann sich das Kind ja auch daneben, keine Ahnung, eine Sendung reinziehen und dann geht es auch. Und dann denkst du dir als Mutter, hä, ging das jetzt so, das war so leicht, ne? Das war einfach so leicht so. Genau, und darum geht es eben, weil die Kinder sind nämlich die kompetentesten Wesen ever. Die wissen, wie der Hase läuft und die haben nämlich auch Selbstvertrauen und die wollen auch nicht fremdbestimmt werden, ja? Also das ganze System, was hier im Außen ist, das brauchen die eigentlich auch gar nicht, ja. Wenn man sich dann aber, wichtig ist, die Mutter muss sich erstmal selbst vertrauen, gut für sich selber sorgen, ihre Tools kennen und dann das weitergeben. Und das Kind kann es dann in die Welt raustragen. Und so entsteht Weltfrieden. Wenn wir nämlich unsere Kinder immer wieder bevormunden, also in Form von Fremdbestimmung, immer sagen, was sie zu essen haben, wie sie zu leben haben, jetzt so im Allgemeinen, was gibt das Kind dann weiter? Was gibt das Kind denn dem Partner weiter, ja? Das sucht sich ja das auf vielleicht destruktive Partnerschaften, wie ich zum Beispiel aus, ja? Dann geht es zum Kind weiter und dann weiter in die Welt hinaus. Das wollen wir aber nicht. Und ich stehe für Weltfrieden im Endeffekt. Das klingt jetzt so ein bisschen banal und pauschal, ja? Aber im Endeffekt, wir wollen es doch alle. Alle sagen, oh Gott, ich bin so froh, dass ich in Deutschland lebe, ja? Ich würde jetzt ja wohl in Syrien, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warum ist denn das alles so? Ich war zwei Jahre mit meinem Kind in Algerien. Ich habe so gependelt, weil mein Mann kommt aus Algerien. Was da abgeht, das willst du gar nicht wissen. Ich war im Slum, das ist so schlimm. Die Kinder werden draußen verprügelt auf der Straße. Da wird so, so schlimm, das ist so, so schlimm. Die haben keine Schuhe, die haben keine Kleidung, die haben nichts, ja. Und die Frauen dürfen nicht aus dem Haus. Die dürfen nicht raus. Ja, ich war die einzige Frau, die draußen war. Wie krass ist denn das, ja? Krass, und das zieht sich ja durch das ganze Dorf. Also ich war in der Provinz, mein Mann kommt aus einer Provinz. Und mein Papa auch, also aus derselben Provinz. Und wie geht das? Also das ist einfach, das zieht sich dann durch das Ganze. Man merkt es auch, die leben dann wirklich komplett gleich, ja.
Das ist so krass, wie das, die alle gleich leben, ja, die essen gleich, die schlafen gleich, die ziehen sich gleich an. Und deswegen, du hast es in der Hand, ja, du hast als Mutter, du bist so eine Schöpferin, du hast es in der Hand, was du draus machen willst, was du aus, was, wie du mit deinem Kind leben willst, ja, wie dein Kind später, was für Werte es mit sich tragen wird, ja, wenn dein Kind später ein Massenmörder wird, was ist denn da schiefgelaufen zum Beispiel, ja? Da muss ich mich ja selber fragen. Ist jetzt krass, ich bin wirklich radikal, muss ich ehrlich sagen. Ich bin wirklich so krass radikal, aber so ist es einfach, so ist das Leben, ja? Wir tragen unsere Schätze nach außen und unsere Schätze sind unsere Kinder, ja? Und wir müssen erstmal bei uns selber schauen, ja? Wenn unsere Kinder ständig rumbocken, dann müssen wir uns fragen, warum ist das so? Bist du selber unzufrieden, ja? Ja, was ist denn mit dir nicht richtig? Weil die Kinder spüren das. Das ist ja genauso wie bei einer Partnerschaft, ja? Wenn mein Partner jetzt ständig rummotzt und unzufrieden ist, dann wirkt sich auch auf mich aus, dann bin ich dann auch, ja? Und dann fragt er, was ist mit dir los? Warum bist du so unzufrieden? Dann frag du dich doch mal, ja? Es ist wirklich so, wir leben ja 24 Stunden immer zusammen, ja, mit deinem Kind. Die spüren alles von dir, ja? Wir sind praktisch eins, es ist so krass verbunden miteinander, ja. Und dafür bin ich da, ja. Und deswegen gibt es auch diesen Mütterkraftraum ab dem 20.07. Das ist eine WhatsApp-Gruppe, da kann jede Mutter mit einsteigen. Ich freue mich auf ganz, ganz, ganz viele Mütter. Das muss explodieren, damit ich ganz viele Mütter erreiche, ja. Ganz viele Mütter, damit die auch zu ihrem höchsten Ich kommen, damit sie ihre Kinder ja jetzt nicht in die Kita zwingen müssen zum Beispiel oder in die Schule zwingen müssen oder was auch immer. Es gibt ja auch so Beikostthemen, wie zum Beispiel, ja, mein Kind muss jetzt unbedingt 200 Gramm Brei essen. Warum muss das so sein? Nein, muss es nicht sein. Ja, also, oder stillen oder nicht stillen, oder ich fühle mich so wertlos, weil ich bin 24 Stunden mit meinem Kind zusammen und mein Kind klebt an mir. Ja, warum klebt es denn an mir? Ja, wenn ich mein Kind ständig innerlich ablehne, dann kommt es ja immer wieder zurück, ja. Die Kinder spüren das ja dann auch, dass sie abgelehnt werden. Natürlich kleben die dann einen ein, ja. Man muss das mal auch loslassen können. Ja, genau, jetzt muss ich einen Schluck trinken. Ja, du hast so viel erzählt, du hast mir einen Großteil meiner Fragen schon fast vorweggenommen, was ich aber richtig toll fand, weil du warst in deiner Energie drin, in deinem Flow und man merkt deine Begeisterung und das, wofür du stehst. Das Unmögliche möglich machen. Wie sieht es bei dir in 10, 20 Jahren aus? Du hast schon so einen kleinen Ausblick gegeben, wie so deine Mission oder dein Leben laufen wird, viele Mütter beeinflussen, vielleicht auf einer großen Bühne stehen. Wo geht deine Reise jetzt noch hin? Wo geht meine Reise hin? Also wenn ich mich vor 20 Jahren, das war ja absolute Wow, das war ganz krass und ich habe irgendwie echt das Gefühl, diese Bilder, die ich jetzt zum Beispiel in meinem Pool sehe, in meinem Tool, die Musik, ja, da sehe ich mich als so schön, die schöne Alia, ja, und ich war nie diese schöne Alia, weil ich es nie zeigen konnte, ja, und jeder hat halt dieses höchste Ich, ja, jeder hat diese inneren Bilder von sich und irgendwie, ja, man hat immer das Gefühl, man kommt da nicht raus aus sich selbst und das bist du aber selbst, ja, und jetzt wird es einfach auch Zeit, immer mehr aus sich rauszukommen, immer mehr auszusteigen sozusagen aus dieser Angst, immer mehr zu dir selber zu kommen. Wenn du aus Ängsten aussteigst, kommst du ja immer mehr zu dir selber und immer mehr deiner Lust zu folgen, ja, deiner Leichtigkeit zu folgen als Mutter. Und meine Vision, wie gesagt, ist ja einfach auch ganz viele Mütter anzustecken, zu infizieren, ja. Weil dann gibt es eine Kette und dann geht es weiter. Und zum Beispiel ich bereichere jetzt, keine Ahnung, 10 Frauen und die bereichern dann weitere 10 Frauen, ja. Und dann geht das ja immer weiter, ja. Und ich lasse mich ja dann auch von den Frauen bereichern. Wir bereichern uns ja gegenseitig, weil wir uns ja immer wieder daran erinnern müssen, weil wir es verlernt haben, ja. In der Kindheit wurde uns das abtrainiert. Und deswegen müssen wir es wieder neu lernen. Im Endeffekt ist es bloß eine Erinnerung, ja. Wir wissen das ja eigentlich alle tief in uns drin, ja. Wir wollen es aber für unsere Kinder ja nicht nochmal, oder? Also ich will es nicht nochmal für mein Kind, ja. Und also ich zum Beispiel sage jetzt ganz klar erstmal, ja, bitte orientiert euch an euren Kindern, an niemanden anders, an euren Kindern, an euch selber. Erst an euch selber und dann an euren Kindern. Das sind die wichtigsten Lehrmeister ever, ja. Und in 20 Jahren kann ich noch nicht sagen, wo sehe ich mich in 20 Jahren? Also meine Vision, mein Seelenplan ist es, zu gehen. Ich sehe mich nächstes Jahr woanders. Ich möchte nicht mehr hier in Deutschland leben, ich möchte gehen, weil das mein Seelenplan ist. Ich kann das jetzt nicht genau sagen, es ist einfach das, was ich fühle. Ja? Und ich werde einfach immer weiter meinem Seelenplan folgen, weil da kommt, dann stehe ich irgendwann, weiß ich nicht, in 10 Jahren vielleicht irgendwo da, wo ich es nie gedacht hätte. Ja? Wir wissen es ja nicht, wir wissen es nicht. Lassen wir uns einfach überraschen, ja. Ich folge einfach meinen Seelenplan und mal schauen, was alles so kommt. Ich bin so gespannt, ja. Mal schauen. Genau. Wunderbar. Ja, wunderbar, auf jeden Fall. Ja. Unsere Zeit ist jetzt schon fast vorbei. Ja. Ist soweit vorbei.
Aber das war ein schöner Schlusssatz. Mal schauen, was kommt. Ein Seelenplan, das Unmögliche möglich machen. Du hast so viel Wertvolles hier gesagt. Also ich glaube, auch ich werde mir das Ganze noch 2-3 Mal anschauen, um das alles mitzunehmen. Ich bin zwar keine Mutter, wie man sieht, aber trotz allem war es so viel Input und so viel Gutes, was du hier gesagt hast. Also herzlichen Dank. Du hast wirklich uns und unsere Zuschauer mit deiner Anwesenheit heute sehr bereichert. Also ich konnte auch nur zuhören und hatte innerlich den Mund offen vor Begeisterung, was du hier alles so mitgegeben hast. Eine bemerkenswerte Lebensgeschichte, super. Herzlichen Dank auch an alle Zuschauer, dass ihr jetzt eingeschaltet habt. Und ich rate euch auch auf jeden Fall, kontaktiert diese nette Dame, nehmt Kontakt zu ihr auf. Die Kontaktdaten findet ihr in der Videobeschreibung, die WhatsApp-Gruppe. Wenn du eine junge Mutter bist oder eine Mutter, die irgendwo sagt, hey, ich möchte auch das Unmögliche möglich machen, ich möchte auch irgendwie anders sein, dann weißt du jetzt, an wen du dich wenden kannst. Und nochmal herzlichen Dank, hinterlasst uns ein Abo, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, Alia. Ich danke vielmals für das tolle Gespräch, sehr, sehr toll. Und ich fühle mich noch gesegneter als vorher. Vielen, vielen Dank, lieber Max.